Hallo, mein Name ist Angelika Riedler und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einmal über ein ganz, ganz tolles Online-Programm zu berichten. Und zwar bin ich in den Genuss gekommen, in den letzten 9 Wochen sind es ja sogar, mit Baha Yilmaz Online ganz intensiv zu arbeiten. Und ich habe selber schon einige Online-Seminare mitgemacht, also ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen. Aber dieses Programm ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also ich hätte nicht gedacht, dass Transformation auf diesem Wege so stattfinden kann. Und Baha und Jeffrey selber kenne ich durch Seminare. Ich war in Ingolstadt, ich war in der Schweiz auch dieses Jahr und habe mich total gefreut, als es die Möglichkeit gab, jetzt mit Baha wirklich online 8 Wochen zu arbeiten. Und das Chakras Project ist wirklich mit Abstand das Beste, was ich wirklich online machen durfte. Und ich bin durch so eine Transformation nochmal gegangen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das Erlebte jetzt, oder wie ich mich heute fühle, das ist erstmal eigentlich in meinem Leben, dass ich spüre, wie es ist, wenn alle Chakren auf ihrem höchsten Level schwingen und miteinander in Harmonie sind. Und ich habe mich schon seit Jahren mit meinen Chakren befasst, aber man hat natürlich auch seine Lieblingschakren, so vom Herzchakra bis Kronchakra war ich immer ganz weit vorne. Alles, was da unten war, war immer nicht so meins. Und ja, wir sind jede Woche durch ein Chakra gegangen, wir haben Wurzelchakra angefangen und da habe ich schon gespürt, wow, was ist das für eine Energie, die hier durch mich fließt. Und ich habe echt gedacht, meine Sicherungen brennen so langsam durch, weil die Energie sich so extrem erhöht hat, wo ich dachte, oh, wenn das so weitergeht, kann das echt spannend werden. Aber es hat sich alles miteinander ausgeglichen und ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte. Ich habe mich jede Woche gefreut, wenn ein neues Video live gestellt wurde, in dem Baha übers Chakra ganz viel erzählt hat, wofür es steht, welche Themen dahinter stehen, was man unterstützend machen kann, transformierende Sätze. Also es war immer ein Video, was so 20 Minuten, halbe Stunde ging und dann wurden auch immer eine Meditation freigestellt und halt von Jeffrey produzierte Musik, die man auch, mit der man auch einschlafen konnte, die immer ganz tief ins Unterbewusstsein eingedrungen ist. Und als Hypnosecoach weiß ich halt, was es bedeutet, wirklich was im Unterbewusstsein auch für ein Potenzial liegt und was für Veränderungen da stattfinden können. Und durch das Chakra Project hat sich so viel bei mir verändert und durch die Wurzelung, die ich jetzt auch habe, oder das erste Mal, glaube ich, wirklich habe, habe ich mich auch wirklich getraut, diese Dinge nochmal anzugehen, weil ich einfach diesen Stand jetzt hatte. Und ich habe ganz, ganz viel nochmal loslassen dürfen. Viele alte Themen sind nochmal hochgekommen. Und ja, es ist wirklich eine Transformation geschehen. Und ich bin Baha von Herzen dankbar. Und auch die Menschen, die alle mitgemacht haben, wir waren eine große Facebook-Gruppe und es war einfach toll in dieser Gruppe. Also es ist so ein wertschätzender Umgang miteinander gewesen. Wir haben uns untereinander unterstützt und Baha war immer, auch uns, stand uns immer zur Seite, wenn Themen waren, sie hat immer drauf geantwortet. Also es war wirklich toll und jetzt sind die 8 Wochen vorbei und das Tolle ist, dass wir uns schon in der Gruppe jetzt verabredet haben. Im November starten wir alle nochmal die nächste Runde. Das ist auch das Tolle an dem Programm, dass wir halt die Zugangsdaten ja bekommen und die können wir unser Leben lang benutzen. Und ich glaube, die nächste Reise wird nochmal ganz besonders, weil ich es noch alles einmal erlebe und vielleicht wieder tiefer gehen kann. Und was ich ganz toll finde, ist, dass ich mir wirklich jetzt durch die 8 Wochen mir angewöhnt habe, meinen Tag wirklich für mich zu beginnen. Ich stehe jetzt wirklich eher auf. Das habe ich sonst nie gemacht und es ist mir so wichtig und ich brauche dieses Ritual auch morgens. Und ich fange erst mit kurzen Yoga-Übungen an, um einfach in den Tag reinzukommen und dann höre ich meine Meditation. Und immer eine Meditation von Baha und mache dann noch meine energetischen Übungen. Und dann starte ich in den Tag und ich muss sagen, es hat sich so, so viel verändert und ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung und ich kann es wirklich jedem empfehlen, wenn ihr wirklich eine ganz, ganz besondere Reise zu euch machen möchtet, nochmal wirklich auch an Themen kommen möchtet und euch traut, darauf zu gucken und in einem tollen Umfeld
daran zu arbeiten, dann empfehle ich euch wirklich dieses wundervolle Programm. Und ich hoffe so sehr, dass Baha weitermacht in dieser Möglichkeit, weil klar, ich wohne in der Nähe von Hamburg, ich habe nicht immer die Möglichkeit, in die Schweiz zu fliegen. Und ich hoffe, dass noch das eine oder andere Online-Seminar noch geboren wird. Und ja, dass ich da weiter mit Baha wundervolle Erfahrungen machen kann. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auch sehr stolz, dass ich dieses Video jetzt hier gedreht habe. Auch das verdanke ich, glaube ich, diesem Seminar, weil ich einfach, oder ja, diesem Projekt, weil ich einfach ja, in meinem Vertrauen bin und in meinem Mut bin. Und gerade Sprechen ist immer ein Riesenthema bei mir gewesen. Ich bin mit einer Sprachstörung zur Welt gekommen und ich mochte nie vor Menschen sprechen. Und dass ich mich jetzt traue, dieses Video aufzunehmen, hat auch was mit diesem tollen Projekt zu tun, weil es mich einfach in meine Kraft gebracht hat. Und bevor mir jetzt mein linker Arm einschläft oder vielleicht auch komplett abfällt, weil ich jetzt mittlerweile eine halbe Stunde versuche, dieses Video aufzunehmen, beende ich das jetzt und ich lege es euch wirklich ans Herz. Macht euch auf den Weg, auf eure Reise mit Baha. Ich kann es zu 100% empfehlen. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.